Ja, Hallochen nochmal und herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie nochmal da sind. Also, wir werden jetzt sprechen über diese Menschen, die leitende Körperschaft. Warum die überhaupt keine Ahnung haben? Weil, wenn wir sehen, die leitende Körperschaft der Zeugen Jehova, die machen so viel Fehler. Also, ich möchte jetzt nicht über die ganze Prophezeien sprechen, dass sie überall die eineinhalb Jahrhundert, die nur im Fehler waren. Ich will nur mal zeigen, dass Gott eigentlich nicht erlaubt diesen Menschen. Gott nicht erlaubt diesen Menschen, die Wahrheit zu erkennen. Und Gott nicht erlaubt die leidende Körperschaft, die Schriften wiederzulegen. Erstens, wir müssen wissen, warum die so viele Fehler machen. Ja? Also, lass uns mal lesen, 2. Korinther Kapitel 4 und die Verse 3 und 4. Ja? Und wir lesen, die rettende Botschaft, die wir bekannt machen, ja, bleibt nur für die dunkel und verhüllt, die verloren gehen. Sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. Deshalb sehen sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist. Ja, das heißt, wenn Sie überhaupt so viele Fehler machen, wir müssen eine Sache verstehen, weil Gott in seiner Liebe warnt euch. Das heißt, hier im dritten Vers, wir lesen, die retten der Botschaft, die wir bekannt machen, bleibt nur für die dunkel und verhüllt die verloren gehen. So, die Frage ist, warum diese Menschen sind verhüllt? Weil jedes Mal, wenn ein neuer Wachturm rausgeht, jedes Mal muss irgendwie neu geschnitten werden und geklebt werden und neu gemahlen und immer. Jedes Mal ist irgendwas was schiefgegangen. Jedes Mal muss geschnitten und geklebt und alles, diese ganze Krim und Kram da dran, das ist alles lächerlich, diese Lächerlichkeit, ja. Das heißt, wir wissen, dass es Menschen auf der Erde geben werden, dass sie überhaupt die nichts verstehen werden. Die behaupten, ja, wir sind Gottes Volk und bla 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 bla. Aber die Schriften sagen uns, dass die Menschen, die verhüllt sind, die werden nichts verstehen. Und das zeigt uns, dass sie verloren gehen, die werden sterben. Warum sie werden verloren gehen? Weil hier steht es klar, ganz klar steht, sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben, die wissen gar nichts mehr, die sind verblendet. Und egal, wenn sie lesen, so einfache Schriften, die lesen, die können nichts mehr lesen, weil die verblendet sind. Deshalb sehen sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht. Ja, diese helle Licht der Botschaft können die nicht sehen, ja, weil die verblendet sind. Die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus. Also wenn sie den Christus nicht haben, die können auch diese Botschaft von Christus und seiner Herrlichkeit, wir können das nicht kennen. Und Gott auch können wir nur durch Christus kennen. Das heißt, Gott, wir können überhaupt nicht kennen. Warum? Weil dieser Gottes Ebenbild ist. Und lass uns mal in 2. Thessalonicher, in 2. Kapitel gehen und lesen wir mal, wer sind diese Leute überhaupt? Also wollen wir da mal einige Verse durchlesen, bis die ganze erste 10 Verse da lesen. Und da steht, ihr wisst, liebe Brüder, das heißt nochmal, 2. Thessalonicher 2 und Verse 1 und bis, das schauen wir mal, wann wir aufhören. Ihr wisst, liebe Brüder und Schwestern, dass unser Herr Jesus Christus kommen wird. Wenn es soweit ist, wird Gott uns überall her versammeln, um ihn entgegenzugehen. Wir bitten euch nun aber, lasst euch nicht so leicht verwirren
und erschrecken von Leute, wenn Leute behaupten, der Tag, an dem Herr, an der Herr kommt, sei schon da. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich auf eine Offenbarung Gottes berufen oder auf eine Äußerung, die angeblich von uns stammt. Glaubt ihnen auch nicht, wenn sie euch Briefe mit derartigen Behauptungen zeigen, die wir geschrieben haben sollen. Lasst euch von niemandem so etwas einreden und euch durch nichts täuschen. Denn bevor Christus erscheint, muss die Zeit kommen, in der viele Menschen von Gott den Rücken kehren. Dann wird jemand auftreten, der alle Auflehnung gegen Gott in sich vereinigt. Doch er ist dem Untergang geweiht. Er ist der Feind Gottes und wähnt sich größer als jeder Gott und alles, was als heilig verehrt wird. Ja, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott anbeten lassen. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch das alles schon gesagt habe, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was den Feind Gottes daran hindert, schon jetzt zu erscheinen, doch von der für ihn bestimmte Zeit. Denn es regt sich zwar schon überall diese verborgene Macht des Bösen, aber noch wird sie von den einen aufgehalten. Sie wird erst offen zutage treten, wenn derjenige, der ihr bisher noch im Weg steht, nicht mehr da ist. Dann allerdings erscheint der Feind Gottes in allen Öffentlichkeit. Wenn aber Jesus, der Herr, in seine Herrlichkeit kommt, wird er ihn endgültig vernichten. Ein Hauch seines Mundes genügt. Vorher wird der Feind Gottes mit Hilfe Satans machtvolle Taten, Zeichen und Wunder vollbringen. Doch damit sollen die Menschen nur in Irre geführt werden. Mit seinen bösen Verführungskünsten wird er alle täuschen, die verloren sind. Denn ihnen lag nichts daran, die Wahrheit anzunehmen, die doch ihre Rettung gewesen wäre. Deshalb lässt Gott sie auf diese Irrtum hereinfallen und sie werden stattdessen der Lüge glauben. So, das ist sehr wichtig hier zu verstehen, weil das ist eine wunderschöne Schrift ist. Und wahrscheinlich, ja gut, hier am Anfang wird gesprochen, dass wie dieser Feind Gottes die Menschen verführen will. Und wir wissen das mit Hilfe Satans. Aber was hier was Wunderschönste ist, dass wenn heute diese Leute sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht, aber wir erkennen unsere Fehler und wir werden das wieder richtig machen, wir wollen diese Fehler verbessern und so weiter und so weiter. Aber es geht ja nicht. Die können gar nicht diese Fehler wieder gut machen. Warum? Weil wir wissen hier im 2. Thessaloniker 2. Kapitel Vers 11, dass hier, deshalb lässt Gott sie auf diesen Irrtum hereinfallen. So, das heißt, Gott erlaubt eine Irrtum, eine Operation vom Irrtum. Die fallen in einem Irrtum. Und deshalb, die können nichts machen. Die können, egal was sie machen, die werden immer in einem Irrtum fallen. Weil Gott will dies gar nicht mehr, diese Menschen. Deshalb müssen wir aufpassen, wenn wir mit solchen Leuten zu tun haben, die ständig in Irrtum fallen. Weil das ist die Zeichen, dass sie vernichtet werden. Und wenn wir nochmal wieder zurückgehen im 2. Korinther 3, 4, dann werden wir nochmal besser verstehen, weil sagt hier, die rettende Botschaft, die wir bekannt machen, bleibt nur für die dunkel und verhüllt, die verloren gehen. Ja, das ist sehr klar und deshalb müssen wir daran feststehen, weil das ist sehr wichtig zu verstehen, weil es hilft nichts mehr, diesen Menschen immer so viele Fehler zu machen, weil erstens, die entschuldigen sich gar nicht für ihre Fehler. Sie sind so stolz und so eingebildet, die werden nie in seinem Leben, sie sind nicht mal fähig, sich zu entschuldigen.
Ja, aber wir wissen ja, warum die gar nichts sich entschuldigen, weil sie wissen gar nichts, was da los ist. Sie sind verwirrt, die wissen gar nichts, was die Wahrheit ist. Und egal wie lange die nochmal diese Bücher und nochmal Bücher schreiben und drucken, die wird alles voll von Fehlern, weil wir wissen, dass Gott ihnen erlaubt, diese Irrtum. Die sind in einem Irrtum gefallen und die werden in diesem Irrtum bleiben bis zum Ende ihrer Leben. So, vielen herzlichen Dank und nochmal für Anschauen dieses Video. Ich wollte nur mal diese zwei Versen aufschlagen, dass sie sehr klar darüber ist, warum diese Menschen eigentlich die Fehler machen, weil die sagen, ja, wir sind sehr ehrliche Menschen. Und wir werden unsere alle Fehler da wieder vor den Menschen da alles erklären und so weiter. Aber diese fehlerhafte Auslegung der Schriften ist ja eigentlich nur das Anzeichen, dass sie verloren gehen. So, nochmal vielen herzlichen Dank und hoffe, dass es euch gefallen ist und Gott segne euch. Wiedersehen.